Und als jetzt Google an die Börse gegangen ist, da ging einiges daneben, drücken wir es mal vorsichtig aus. Und da kam dann gleich unisono die ganze Presse hinterher und hat also dann auf Facebook rumgehackt und versucht, sie platt zu treten. Aber wirklich geklappt hat es nicht. Am Ende geht es darum, dass Facebook ein Unternehmen des neuen Internets ist und Facebook gewaltige Trafficzahlen im Internet an sich zieht. Und wenn man den Traffic von Facebook und YouTube vom Internet abzieht, dann schrumpft das Netz. Der Traffic im Internet geht zurück, wenn man YouTube und Facebook ausklammert. YouTube, da läuft Video, was Sie jetzt sehen, hier sind riesige Datenmengen. Und bei Facebook, da werden Bilder gepostet, da wird gechattet und gemacht und getan, sind auch riesige Datenmengen. Und das, was die Leute sich auf YouTube anschauen und in Facebook eintippen, das geht dem restlichen Internet verloren. So, und wer nun da über Facebook sich seine Informationen holt, mit Freunden austauscht und Web 2.0 betreibt, der geht dem restlichen Geldsystem bei uns, jetzt auf den großen Nachrichtenportalen, da läuft Werbung ohne Ende, da verdienen die ihr Geld, das geht ihnen verloren. Und drum schimpft alle Welt unisono über Facebook, weil die halt so ein Magnet sind und die Leute reinziehen. Da müssen dann auch üblicherweise die ganzen Psychologen und so weiter ran und sagen, unsere Kinder verderben und die hängen dann nur noch virtuell drin rum und so weiter. Das mag ja sein, aber die hängen auch vor ihren Videospielen rum. Da ist Facebook jetzt nichts anderes oder die schicken sich SMS über ihre Handys und hängen da in den Medien drin. Also das den schwarzen Peter Facebook zu geben, ist zu einfach. Nein, hier sucht man jemanden, auf den man rumhacken kann, um von seinen eigenen Problemen ein bisschen abzulenken und vielleicht ihm sogar noch zu schaden. So, die Jugend dagegen fühlt sich sorgenfrei, sorglos, postet da rein, was sie will. Vollkommen richtig. Und was sollen sie sich von diesen Old Farts da den Tag versauern lassen? Das